willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Shamila und das ist Tag Nummer 1 von Vlogmas 2019. Und ja, in diesem Video werde ich euch zeigen, was für einen Adventskalender ich mir dieses Jahr zugelegt habe. Und noch euch zeigen, was ich alles bei Black Friday ergattern könnte, was für coole, krasse Deals ich da gemacht habe und generell, was ich so geshoppt habe. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei und begleitet mich die Zeit bis zu Weihnachten. Und ja, falls ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich gerne jetzt und aktiviert die Glocke, damit ihr auch keine weiteren Videos mehr verpasst. Und ich hoffe, ihr wart schon letztes Jahr dabei. Falls nicht, werde ich euch die Videos vom letzten Vlogmas hier oben verlinken. Und dann... So, da bin ich wieder. Wundert euch nicht, falls sich die Kameraperspektive verändert hat oder die Kameraqualität, denn ich filme hier von zwei Kameras aus und ja, damit ich bestmöglich euch das hier zeigen kann. Also das ist der Amazon Adventskalender von dem Jahr 2019. Ich habe diesen Kalender schon im Oktober bestellt gehabt, weil der sehr, sehr schnell wohl ausverkauft sein soll. Und ja, also ich weiß es nicht, ob es ihn noch gibt, aber einfach mal googeln und mal auf Amazon schauen, weil ich habe echt gehört, dass dieser Kalender sich extremst lohnt. Ich weiß gerade auch leider nicht, wie viel der Wert von dem tatsächlichen Kalender ist. Ich denke so ungefähr so irgendwas mit 100 und Der Kalender an sich hat mich 50 Euro gekostet, damit ihr Bescheid wisst. Also so sieht der Kalender von der Nahaufnahme aus. Ja, ich habe echt ein gutes Gefühl bei diesem Kalender. Und hier ist schon das erste Päckchen. Amazon Beauty steht da drauf. Advent, Advent, nur noch 23 Tage bis Weihnachten. Also ich denke, das ist so eine Art Countdown. Das ist ja ganz süß. Jetzt versuche ich das hier einhändig zu öffnen. Diese... Box Adventskalender finde ich eh viel, viel aufregender, weil das so wie eine Art kleine Mini-Geschenke sind. So. Bin gespannt, was hier kommt. Ah, das ist ein Eos Balm. Ist ja cool. Das ist eine Limited Edition in der Geschmacksgeruchs- Richtung meine ich. Chai. Ist ja richtig cool. Oh mein Gott. Ich finde das richtig, richtig cool. Weil ich habe von denen schon einige Arten ausprobiert. Und den hatte ich noch nicht. Also ja, muss ich mal ausprobieren. Ich habe hier noch einen Adventskalender. Diesen Adventskalender hat mir eine süße Freundin zum Geburtstag geschenkt. Und zwar ist der von Douglas. Und das ist ein Nagellack-Adventskalender. Finde ich richtig, richtig cool, diese Idee. Also falls ihr Freundinnen habt, die auch mega auf Nagellack abfahren, könnt ihr das denen ja so eine süße Geschenkidee da machen. So wie es mir geschenkt wurde. Und ja, jetzt suchen wir mal das erste Türchen. Es war so eine Überwindung, nicht schon den Adventskalender vorher aufzumachen, ne Leute, weil ich bin so undiszipliniert bei sowas. Aber mal gucken, ob ich das dieses Jahr auch so ganz gut schaffe. Mit meinen Nägeln kriege ich hier nichts hin. Oh mein Gott, so richtig gewaltig muss ich das öffnen. Das ist ja echt süß. Also das sind so Mini-Nagellacke. Und für das allererste Türchen, das ich hier sehr, sehr gewalttätig aufbreche, die Farbe Rot gefällt mir sehr. Aber ein Geschenkevideo, was ich allgemein zu meinem 21. Geburtstag bekommen habe, werde ich eh noch hochladen. Also keine Sorge deswegen. Ich habe generell vorgehabt, dieses Jahr Vlogmas ein bisschen anders zu gestalten. Also da ich manchmal einfach nur zu Hause bin und wirklich hier nichts los ist, werde ich an solchen Tagen mir so Themen überlegen, die ich dann hier so, sag ich mal, eine Art normales Video in einem Vlog-Style verpacken werde. Also zum Beispiel heute zeige ich euch ja eine Art Haul, was ich so zum Beispiel beim Black Friday geshoppt habe. Also generell an solchen Tagen werde ich dann nicht so viel von meinem Leben zeigen, sondern vielleicht, also an dem Tag, sondern halt vielleicht nur eine Stunde von dem Tag. Ja, damit es sich halt auch für euch lohnt, damit ich auch euch irgendwas Interessantes bieten kann, dass es abwechslungsreich ist. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch schon darauf. Und heute ist ja der erste Advent und zwar, weil es auch heute ein Sonntag ist und wir haben hier auch einen Adventskranz, den werde ich jetzt gleich anzünden, also eine Kerze davon.
Also, das ist unser Adventskranz. Und meine Mutter hat schon heute Morgen eine Kerze angezündet. Aber ich wollte mit euch, um euch auch nochmal einen schönen Advent zu wünschen, hier live eine Kerze anzünden. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, wie ich das einhändig machen soll. Ich glaube, ich kriege das nicht einhändig hin. Ich stelle euch mal kurz ab. Da ist es. Ups. Also, dann an dieser Stelle wünsche ich euch natürlich einen schönen Advent. Jetzt kommen wir schon zu meiner Black Friday Ausbeute, Leute. Und ja, ich habe einiges geshoppt, nicht alles war im Sale, aber ich habe krasse Deals auch ergattern können und gemacht. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Und da fange ich an mit New Yorker. Da habe ich schon das erste Teil hier an. Das ist so ein Spitzentop, also hier oben am Hals und Dekolleté ist ein bisschen spitze. Es ist langärmlich und etwas gestreift. Das habe ich für 10 Euro gekauft. Finde ich einfach ganz schön, weil es so schlicht ist, aber dennoch etwas Besonderes hat. Dann habe ich hier so einen schönen Schal gefunden, Leute. Die Farbe gefällt mir so gut. Ich liebe diese Farbe, vor allem im Herbst und im Winter. Das ist auch so ein richtig schöner Stoff. Der ist nicht zu dick, auch nicht zu dünn. Also der hält warm, ist schön lang und ja, die Farbe hat es mir besonders angetan. Und dieser Schal hat 8 Euro gekostet. Dann habe ich mir bei New Yorker, normalerweise kaufe ich mir diese Tops immer von Primark, einfach so einen Top auch noch gekauft, so ein schwarzes Spitzentop für 3 Euro. Und einfach generell so Basic-Sachen einfach für 4 Euro schwarze Socken. Generell kann ich euch empfehlen, Unterwäsche bei New Yorker zu kaufen als Mädels. Aber das zeige ich jetzt nicht in YouTube, was für Unterwäsche ich da hatte. Dann, was ja auch mega im Trend war, also vor allem im Sommer habe ich dieses Top so oft gesehen in Schwarz und in Grau und sonst irgendwas und ich habe das auch schon in Schwarz, ist dieses Spitzentop hier. Also könnt ihr das sehen, das hat so vorne Spitze und das habe ich schon in Schwarz gehabt und zwar kostet das 7 Euro und ich finde das richtig bequem zum Schlafen. Generell, New Yorker hatte, glaube ich, keine 20% oder 30%, aber die hatten an sich viele Reduzierungen. Also generell bei Klamotten müsst ihr echt darauf achten, weil das eh der Winterschluss verkauft. Da lohnt es sich viel, viel mehr einzukaufen. Und jetzt kommen wir zu Pull&Bear. Denn die hatten 20% und ich habe mir so eine Skinny mit Waist schwarze Hose gekauft, Leute. Und die ist so schön, also so sieht sie von vorne aus. Also das ist der Knopf. Hier hinten, das sind die Taschen. Und Leute, diese Hose sitzt 1A wie eine Leggings. Also echt, ich bin so verliebt in diese Hose. Und vor allem, die hat 25 Euro oder so gekostet und an der Kasse dann wegen den 20% nur noch 20. Und ich finde, die sitzt richtig, richtig gut. Also ich kaufe auch sehr, sehr oft Hosen einfach vom Pull&Bear einfach am meisten noch ein. Also ja, bei Zara oder so, da sind mir die Hosen etwas zu lang. Und hier, wenn ihr so 1,65, 1,63, 1,60 seid, dann geht die Hose bis zu eurem Knöchel. Also ist auf keinen Fall zu lang. Wenn ihr etwas größer als 1,65 seid, dann ist die wahrscheinlich ein bisschen zu kurz für den Winter. Okay. Danach war ich auch bei H&M. Und H&M hatte 20% auf alles. Und das war richtig cool, weil ich habe mir so einen normalen schwarzen Reißverschlusspullover gekauft. Und der kostet an sich 20 Euro, Leute. Und ich habe den für 8 Euro ergattert. Leute, besorgt euch die H&M-App. Ich habe die H&M-App. Das ist dieses H&M-Club-Mitglied-App. Die ist kostenlos. Und dadurch hatte ich, weil ich Geburtstag hatte im November, und den Geburtstagsvlog, falls du den verpasst hast, ich blende dir oben ein. Da habe ich 25% auf meinen Lieblingsartikel bekommen als Code und habe diesen Gutschein dann online eingelöst. Und plus diesen 25%, weil ihr kriegt ja durch Black Friday nur 20% und ihr konntet nicht beides kombinieren,
habe ich noch einen Code gehabt in meiner App. Und zwar so eine 5-Euro-Gutschein-App, weil ich offensichtlich sehr, sehr viele Punkte schon gesammelt habe über all die Jahre, Monate, dies, das. Und dadurch habe ich nochmal 5 Euro gespart mit diesen 25 Euro. Und dann habe ich auch noch zum Geburtstag einen 10-Euro-Gutschein bekommen. Aber damit habe ich mir schon vorher so ein paar Sachen gekauft, die werde ich euch gleich im Anschluss zeigen. Und da hatte ich auch noch so ungefähr 1 Euro irgendwas übrig und habe dann dadurch einen 20-Euro-Pulli für 8 Euro bekommen. Wo ich mir dachte, wow, also echt, das war das mein Deal des Tages an dem Tag. Also echt. Ich habe ja schon eben gerade erwähnt, dass ich ja bei H&M auch mit der Geschenkekarte von einer Freundin einige Kleinigkeiten geshoppt habe. Und die habe ich hier reingepackt. Und zwar habe ich einmal so eine Kette, die ist gold und kurz und eng um den Hals anliegend und hat so diese kleinen Goldplättchen drauf. Ich finde die richtig schön für 5 Euro. Dann habe ich mir zum ersten Mal was von dem H&M Make-up-Stand geholt. Und zwar war das zum einen dieser Lippenstift. Das ist in der Farbe Mocha Choc. Und Leute, dieser Lippenstift hat 6 Euro gekostet oder so, ne? Und diese Farbe ist so schön, Leute. Und die Konsistenz ist auch richtig toll. Ich bin richtig verliebt, aber ich bin traurig, dass man dann nur diese Spitze aufbrauchen kann und nicht weiter spitzen kann, denke ich. Wenn ich falsch liegen sollte, sagt mir Bescheid, aber 6 Euro für diese kleine Minispitze kaufe ich mir nicht nochmal. Ich wusste das nicht. Oh Mann. Ganz kurz, ich habe eine wichtige Sache vergessen. Und zwar habe ich ja die ganze Zeit diese Handtasche neben mir gehabt im Video. Und diese Handtasche habe ich von Amazon. Und zwar für 35 Euro ungefähr. Also es gab leider keinen Rabatt an Black Friday darauf. Und die kam auch direkt nach einem Tag an, wenn ihr Amazon Prime Mitglied seid. Diese Tasche gab es mit einem Bommel. Aber diesen Bommel habe ich abgemacht. Wäre der in schwarz, wäre es, glaube ich, besser. Das Portemonnaie sieht ziemlich billig aus und ist auch ziemlich billig. Und ja, also die Tasche, würde ich sagen, lohnt sich generell, wenn ihr auf der Suche nach schwarzen, schlichten Handtaschen seid, die nicht teuer sind, mit Reißverschluss und alles drum und dran, dann schaut unbedingt mal auf Amazon vorbei, weil da gibt es echt große und günstige Taschen, wo selbst ein College-Block und alles Mögliche reinpasst. Ich benutze schon seit Jahren Taschen von Amazon als meine Schul-Uni-Tasche. Und ja, wollte ich euch mal kurz noch da sagen. Also diese Tasche ist übrigens von der Marke, nenne ich mal, Besto U oder V. Und diese Tasche, also da ist auch schon so ein bisschen Kram drin von mir, hat hier nochmal so mittleres Fach, was das so alles trennt. Dann nochmal zwei kleinere Seitenfächer hier unten für Handy, Tempo oder sonst irgendwas und hier nochmal ein seitliches Fach. Ganz schlicht kann man hier an den Schultern auch ganz bequem tragen, auch in der Hand damit rumlaufen und ja, hier wäre der Bommel rangekommen, aber das hat mir nicht so gut gefallen und kann ich euch wirklich empfehlen. Der Douglas Hall, was ich da alles geshoppt habe, Leute, und ich habe ja einiges geshoppt, da zeige ich euch das in Kombination mit dem Geschenke-Video, was ich auch irgendwann mal den nächsten Vlogmas hochladen werde. Und ja, dann würde ich auch an dieser Stelle sagen, war es das von mir zum Thema Vlogmas für heute, Tag 1. Und falls dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Und falls du mich noch nicht abonniert hast, kannst du mich auch gerne hier unten kostenlos abonnieren. Und falls du keine anderen Videos mehr vom Vlogmas oder generell verpassen möchtest, dann schalte doch bitte die Glocke ein. Dann wirst du auch jedes Mal benachrichtigt, wenn ich ein Video hochlade. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!